Ein exotisches Land, ein verliebter Herrscher, sein poltriger Wächter, drei Schiffsbrüchige, ein mutiger Verlobter und eine riskante Flucht mit ungewissem Ausgang. Das sind die Zutaten, aus denen sich eine der bis heute erfolgreichsten Kompositionen Wolfgang Amadeus Mozarts entspinnt. Die Entführung aus dem Serail. Die komische Oper in drei Akten ist zunächst als unterhaltsames Stück gedacht, erlangt aber in vielen Szenen große emotionale Tiefe und Komplexität. Vor allem das Aufeinandertreffen von westlicher und orientalischer Kultur und die daraus resultierenden Vorurteile sind ein Thema. Also ich meine, ich betrachte das auch als Unterhaltung, auch wenn große Herzschmerzgeschichten drin sind, sind die doch auch immer Unterhaltung. Aber was ich eigentlich ganz unterschwellig da drin sehe in der Entführung, das sind die Auseinandersetzungen auch der Völker untereinander. Und wie geht man mit den Mechanismen Mann, Frau da und da um? Für Elmar Gehlen war es bei dieser Inszenierung besonders wichtig, das Bühnenbild selbst zu entwerfen. Ja, ich gehe immer dann in mein Atelier und versuche ein Konzept zu entwickeln. Und dann frage ich mich manchmal, mache ich das Bühnenbild selber, weil ich auch Bühnenbildner bin, oder lasse ich es von einem anderen machen? Wie komme ich dem Stück am nächsten? Und hier merkte ich auf einmal, dass ich selbst machen musste, um dem Stück auf einer Ebene näher zu kommen und auch auf einer Art der Bildersprache, dass ich den Raum nicht so fixiere, sondern ein bisschen mehr von meiner Arbeit auch mit hineinbringen kann. Elmar Gehlen findet in der Entführung aus dem Serail ein zeitloses Grundthema. Ich denke, dieses Ausländerproblem und diese Vorurteile, wie man andere Menschen sieht, wie man Frauen sieht, wie man andere Religionen sieht, die gibt es immer. Und auf dieser Basis, denke ich, ist auch das Stück geschrieben. Und das wird auch hunderte von Jahren und ewig halten.